Aus dem Bundestag wieder heute mit Klaus-Dieter Gröhler, CDU-Abgeordneter aus Charlottenburg-Wilmersdorf. Und wir wollen reden über das, was diese Woche passiert. Eigentlich ist ja sitzungsfreie Woche, aber arbeitsreiche Woche. Was macht ein Abgeordneter, wenn die Woche sitzungsfrei ist? Das heißt, sie haben nichts im Bundestag zu tun, sondern müssen sich woanders betätigen. Na, nichts im Bundestag zu tun wäre ein bisschen lästerhaft gesagt. Zu viel gesagt, weil wir haben ja nächste Woche dann die abschließenden Haushaltsberatungen im Plenum. Das heißt, da bereitet man sich schon ein Stück weit drauf vor. Aber ich nutze die sitzungsfreie Woche unter anderem, um morgen 5 Stunden Bürgersprechstunde bei mir im Wahlkreis zu machen an verschiedenen Standorten. Aber Sie haben doch so ein wunderbares Wahlkreiscafé. Warum machen Sie es da nicht? Kommen die Leute alle zu Ihnen? Da mache ich es auch hin und wieder. Ich habe ja mein Wahlkreisbüro als Café Wahlkreis in der Zähringer Straße in Wilmersdorf. Das heißt auch so, ne? Das heißt auch so. Das ist wollen wir nochmal sagen, Zähringer Straße. Ja, genau, Café Wahlkreis. Ja. Jeden Tag außer Montag geöffnet. Ich sage mal, Kaffee umsonst? Ja, Kaffee umsonst, auch Samstag, auch Sonntag. Oh, aber wichtig ist, bei der Bürgersprechstunde gehe ich ja zum Beispiel morgen auch in die anderen Stadtteile. Mal nach Schmargendorf, mal nach Charlottenburg, mal nach Westend. Man muss schon die Leute vor Ort ein bisschen aufsuchen. In Charlottenburg-Wilmersdorf wohnen über 300.000 Menschen und da ist es auch wichtig, in den einzelnen Bereichen vor Ort zu sein. Was bewegt die Menschen zurzeit? Merken die, sprechen die über Krise, sprechen die über Krieg, Ukraine? Ja, was bewegt die? Womit kommen, mit welchen Themen kommen die zu Ihnen? Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, sind es meistens eher weniger bundespolitische Themen, sondern mehr kommunale Themen. Da geht es um die Frage, wo ist das Ordnungsamt, warum ist die Parkanlage nebenan so ungepflegt, warum sind die Straßen zu dunkel, teilweise auch Kritik an der BSR, was ich dann entsprechend weitergebe. Aber da sind Sie doch gar keinen Nein. Ansprechpartner. Doch, Ansprechpartner schon, Kümmerer sozusagen. Ja. Man ist dann einfach Verteiler, Multiplikator. Mhm. Oder ich sage den Leuten auch, an wen sie sich wenden können. Häufig geht es auch um die Frage Sorge bei Umwandlung von Wohnungen zu Eigentumswohnungen. Es geht um Mieterhöhungen. Aber ganz, ganz häufig ist immer das Thema Straßenverkehr. Und jetzt im Moment geht es für viele Menschen um die Frage, bleiben die Parkplätze auf dem Oliverplatz? Sie kennen die Diskussion, Rot-Grün im Bezirk will alle Stellplätze auf dem Oliverplatz beseitigen. Und das ängstigt im Moment viele Menschen, weil sie sagen, das gibt hier ein Verkehrschaos in der Gegend. Mieten, das ist doch ein Thema, das Sie als Bundestagsabgeordneter auch interessiert. Nämlich der Bundestag hat die Mietpreisbegrenzung beschlossen. Mietpreisbegrenzungsgesetz, glaube ich, heißt das richtig. Ja? Da kommen die Leute zu Ihnen und sagen, was machen wir, was passiert jetzt? Was passiert jetzt mit uns? Kriegen wir Mieterhöhung oder kriegen wir Mietsenkung vielleicht? Oder was passiert? Sind das Fragen, die Ihnen dann in diesem Kontext Mietpreise gestellt werden? Das sind Fragen und die anderen Fragen drehen sich zum Beispiel um illegale Nutzung von Wohnungen als Ferienwohnungen. Da gibt es in vielen Teilen gerade in Wilmersdorf Belastungen. Das Thema gibt es doch noch. Ich dachte, das ist ja längst aus der Welt. Wie sollte es denn? Zum einen haben die Bezirke natürlich viel zu wenig Personal, um das wirklich zu überprüfen. Und zum anderen klagen inzwischen sehr, sehr viel alteingesessene Mieterinnen und Mieter über Belastungsszenarien in den Häusern. Und viele sorgen sich auch um die Frage, werden denn ausreichend Wohnungen errichtet, um den Bedarf, die Nachfrage, die wir erkennbar haben, um das auch wirklich abzudecken. Ich habe wirklich gedacht, es sei erledigt, dieses Thema. Gab es da nicht irgendwelche Gesetzesvorhaben, das zu beenden oder sogar höchstrichterliche Urteile? Sie die da schon gesprochen haben, die da gefällt wurden? Ja, ja, aber Sie müssen natürlich immer sehen, Gesetzeslage und Gesetzesvollzug sind zwei ganz unterschiedliche Themen. Sie hatten ja vielleicht kurzfristig die Diskussion verfolgt, ob dann die Bezirksämter überhaupt im Internet Recherchen betreiben dürfen, um festzustellen, wo befinden sich denn eigentlich Ferienwohnungen. Und wenn Sie mal überlegen, jeder Berliner Bezirk hat irgendwie so durchschnittlich 2 Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Da können Sie gerade in Bezirken, wo Sie natürlich eine sehr, sehr hohe Ferienwohnungsnachfrage und ein hohes Angebot haben, nicht ganz so viel mit ausrichten. Also ich glaube, das Problem wird uns leider noch länger beschäftigen, als uns lieb ist. Kommen wir nochmal ein kurzes Wort zur Mietpreisbegrenzung. Mietpreisbegrenzungsgesetz. Wird das greifen in Berlin? Und interessieren sich eigentlich die anderen Bundestagsabgeordneten dafür, was wir in Berlin so alles an besonderen Wünschen haben? Die sagen, da auf dem flachen Land juckt mich das gar nicht, da habe ich gute Mieten. Also in der Tat, es gibt eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung zwischen Stadt und Land sozusagen. Es gibt Teile in der Bundesrepublik, wo ein erheblicher Wohnungsleerstand ist, gar nicht vergleichbar mit Berlin.
Aber denken Sie mal ein paar Jahre zurück. Vor einigen Jahren war es ja in Berlin so. Bis 2009 hat damals die Senatsbauverwaltung sogar Plattenwohnungen in Berlin abreißen lassen. Es gab sogar Prämien, wenn man Häuser abgebrochen hat. Damals ohne ein Stück Weitsicht zu haben, wie sich möglicherweise der Markt entwickeln könnte. Was mir auf Dauer mehr Sorgen macht als die Frage der Miethöhe, wobei ich das nicht kleinreden will, ist aber eben die Frage, dass wir auch entsprechend Wohnungen bauen. Sie wissen, Berlin wächst. Wir werden 200.000, 250.000 Menschen mehr haben. Ein ganzer Bezirk kommt in absehbarer Zeit praktisch in Berlin dazu. Und die Leute, die nach Berlin ziehen, wollen natürlich auch irgendwo wohnen und dementsprechend werden wir auch günstig wohnen. Auch günstig, aber auch überhaupt wohnen. Und seit der Entscheidung zum Beispiel, die Randbereiche des Tempelhofer Feldes nicht zu bebauen über den damaligen Volksentscheid, haben wir natürlich auch ein Stück die Frage, wo gibt es denn geeignete Flächen? Aber da höre ich aber immer auch von Ihren Mitstreitern in der Union und natürlich auch von der SPD, wir haben genug Flächen in Berlin. Regen wir uns doch nicht so auf. Ist das so? Natürlich haben wir noch eine ganze Menge Baulücken, gar keine Frage. Und wir haben auch Flächen, aber Sie müssen natürlich auch das entsprechende Planungsrecht dafür schaffen. Und nicht alle Flächen befinden sich ja Gott sei Dank in staatlichen Händen. Das heißt, ob der Private denn ein Interesse hat zu bauen, hängt natürlich auch ganz wesentlich davon ab, ob er, wenn er baut, tatsächlich dann auch einen wirtschaftlichen Erfolg damit hat. Und dann sind wir wieder bei der Mietpreisbegrenzung. Genau, das heißt, man sagt sich, wenn ich die jetzt nicht kriege, baue ich nicht. Na klar, man darf die Miete nun nicht so weit begrenzen, dass jeglicher Neubau und jegliche Investition in Bestandsbauten praktisch unmöglich gemacht wird, weil machen wir uns mal nichts vor, wenn es sich nicht lohnt, Mietwohnungsbau zu betreiben, dann wird weder eine Versicherung noch ein Privater oder wer auch immer sein Geld anlegen will, das mit Wohnungsbau tun. Was denken denn Ihre Kollegen aus dem flachen Land zum Beispiel darüber, dass Berlin so einen Aufwand macht mit der Mietpreisbegrenzung? Ich habe es ja eben vorher schon gesagt, wir haben das Problem gar nicht. Also was wollt ihr denn in Berlin? Seid ihr der Nabel der Welt? Nein, wir sind die Hauptstadt. Naja, also dass wir die Hauptstadt sind, das wird den Kollegen spätestens alle 14 Tage in der Sitzungswoche, glaube ich, sehr, sehr deutlich. Und wann immer ich mit Kollegen aus dem übrigen Bundesgebiet rede, die finden die Hauptstadt inzwischen auch wirklich gut. Und da gibt es auch eine entsprechende Unterstützung bis hin zu der Fragestellung, dass der eine oder andere sagt, wäre es denn nicht an der Zeit, auch mal die restlichen Ministerien aus Bonn nach Berlin zu holen? Also sehr da gibt es schon eine gute Unterstützung. Thema. Ja, ein sensibles Thema. Sie meinen das Berlin-Bonn-Gesetz aus dem Jahre 1991? Anfang der 90er ist es auf den Weg gebracht worden. Das heißt, Bonn wurde damals Bundesstadt und ein Teil der Ministerien, wie viele Ministerien sollten in Bonn bleiben? Na, man hat sich ja damals darauf geeinigt, dass jedes Ministerium in Berlin vertreten ist, aber einige zum Beispiel eben nur praktisch mit dem Ministeriums... Da gibt es so einen besonderen Begriff, Kopfministerium. Mit den Kopfstellen, genau. Also das heißt, der Minister und seine wichtigsten Bereiche, der Großteil des Bundesverteidigungsministeriums sitzt zum Beispiel immer noch in Bonn. Ist das ein Kopfministerium? Dann müsste doch die Ministerin eigentlich in Bonn sitzen. Nein, die Ministerin muss natürlich in Berlin sitzen. Obwohl in Bonn der Hauptsitz ist. Aber große Planungsstäbe und so weiter. Sie merken, ich bin da selber verwirrt. Ja, in der Tat. Es macht ja auch, sagen wir mal ganz ehrlich, es macht 25 Jahre nach der Wiedervereinigung inzwischen auch nicht mehr wirklich Sinn, dass man immer zwischen Bonn und Berlin noch pendelt. Das kostet unnötig Geld. Ich will den Bonnern gar nichts wegnehmen. Das muss man in aller Ruhe mit Bonn, mit Nordrhein-Westfalen besprechen. Aber ich glaube, die Zeit ist ein Stückchen drüber gegangen und wir wären gut beraten, ohne Aufregung, ohne Hektik zu sehen, dass wir nach und nach, nun nicht gleich im nächsten Jahr, aber die restlichen Ministerien nach Berlin bekommen. Aber greifen wir mal ein bisschen zurück in die Geschichte. Ausgerechnet Nordrhein-Westfalen war das damals, das ganz vehement gegen Berlin als Bundeshauptstadt war. Ein schwerer Kampf damals zwischen dem regierenden Bürgermeister Momper und Herrn Rau, glaube ich, der war Ministerpräsident. Na, so furchtbar lange hat aber Herr Momper da nicht kämpfen müssen, weil Sie können sich erinnern, 1990 ist er dann bereits abgewählt worden und durch Eberhard Diepgen ersetzt worden. Ja, aber da hat sich die Lage ja nicht geändert, dass ausgerechnet in Nordrhein-Westfalen damals vehement dagegen war. Und die Entscheidung im Bundestag,
glaube ich, im 1991 für Berlin fiel auch sehr knapp aus. Das war ziemlich knapp. Ich kann mich noch gut erinnern an die ganz, ganz wichtige Pro-Berlin-Rede, die damals Wolfgang Schäuble gehalten hat und der sicherlich den einen oder anderen Zweifler damals auch noch für Berlin mit umstimmen konnte. Natürlich muss man sehen, Nordrhein-Westfalen hat aus seiner Sicht der Dinge auch ein eigenes Interesse. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Und deshalb sage ich, man muss eben eine langfristige Perspektive machen, dass die Menschen, die dann auch von Bonn nach Berlin ziehen müssen, jetzt nicht ad hoc schnell mal an die Spree ziehen sollen. Aber ich glaube, man muss es jetzt mit Nordrhein-Westfalen besprechen, man muss es jetzt auf den Weg bringen, damit dann in, sagen wir mal, in 8 oder in 10 Jahren auch das letzte Ministerium komplett nach Berlin umgezogen wird. Das hört sich aber sehr, sehr komisch an, 8 und 10 Jahren. Warum denn nicht sofort? Naja, schauen Sie mal. Das bedarf doch nur eines Beschlusses und sagt so, ab sofort wird umgezogen. Schauen Sie mal, wenn ich liebe jetzt sagen ja das würde, Wort ab sofort. Ja, ist ja okay, aber das haben Sie sich ja auch verdient. Aber wenn man jetzt zum Beispiel entscheiden würde, TV Berlin siedelt nächsten Monat nach Bonn um, dann würden Sie auch sagen, Entschuldigung, wir haben hier unsere Arbeitsplätze, wir haben hier unsere Wohnungen und so weiter. Also man muss natürlich dann da auch schon ein bisschen Rücksicht auf die Menschen nehmen. Sie können ja nicht einfach ein Ministerium verlagern und die Menschen und die Arbeitsplätze dort lassen. Das muss man vernünftig besprechen. Dann noch einmal, bevor wir in die kleine Pause gehen, kurze Frage. Das Gesetz könnte man aber doch jetzt so ändern und dann mit dem Zeitraum 10 Jahre. Und das meine ich dann damit ab sofort. Und die Antwort ja, nach der Pause. Gerne. Jetzt machen wir nämlich eine kleine Werbepause. Sie wissen, wir sind privater Sender, wir müssen ein bisschen Geld verdienen. Und danach spreche ich weiter mit Klaus-Dieter Gröhler, er ist im Haushaltsausschuss des Bundestages für die CDU Charlottenburg-Wilmersdorf. Und was der Haushaltsausschuss zurzeit für Berlin plant oder was da geplant ist, darüber reden wir auch nach der Pause weiter. Bis gleich.